Matata Muchachos und seid herzlich willkommen beim weiteren Skin Spotlight. Ich stelle euch jetzt die Warring Kingdom Katharina vor. Das ist die fünfte im Bunde der Warring Kingdoms Reihe, nämlich mit Trindamere, Chinzao, Jarvan, Nidalee und jetzt mit Katharina. Das heißt, wir können demnächst, wenn ihr diese Skins habt, können wir ein neues Themenbattle machen. Mit dabei der Deko. Bonsoir. Jawohl. Katharina hat keine roten Haare mehr. Das ist hier so ihr Markenzeichen. In diesem Skin hat sie schwarze Haare, aber... Egal, genug gelabert, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Emotes. Erstmal der Joke. Same. Ja, der Skin wird 975 Real Points kosten. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Taunt war auch dasselbe, nun kommt der Tanz. Oh yeah, aber auch komplett dieselbe Soße. Jetzt machen wir nochmal die Lacherei. Okay, das war's schon. Jetzt kümmern wir uns um die Skills. Deko, fangen wir mal mit dem Q. Was bei den ganzen Skills allgemein auffällt, ist, dass jeder Skill was mit Blüten dann zu tun hat. Wie ihr gerade gesehen habt, bei den Q, von diesem Dolch fallen Blütenblätter herunter. Jetzt machen wir mal den W. Wenn wir hier ganz genau ranschauen, sehen wir da auch wieder Blütenblätter. Ja, hoppala. Und wenn man jetzt den Jump macht, springen wir auf mich drauf. Wenn ihr jetzt auf meine Position schaut und ich rüberspringe, erscheint dort auch eine Blüte. Ja. Sehr nice. Jetzt kommen wir gleich zur Ulti. Die habe ich selber noch nicht gesehen. Dann müsste es ja eigentlich nur so vor Blüten, nur so sprühen. Sprühen ist das falsche Wort, aber wir versuchen es einfach mal. Also ich mache mal die Ulti. Ja, da gibt's ein Blütenmeer, genau. Sehr schön. Und jetzt machen wir mal die Backward-Animation mit dem zugehörigen Kill danach. Booyaka, da müsst ihr Deko freuen. Ja, das war jetzt nicht ist die anders, epische, aber nicht spektakulär. Nicht Spekulatius, genau. Nicht Spekulatius, ja. So, Deko, it's your turn. Do it. Da fällt sie. Das war Warring Kingdoms Katharina. Ich werde jetzt noch ein bisschen missbraucht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, in demnächst können wir ein neues Themenbattle machen mit dieser 5er Champion-Reihe. Lasst ein Like da, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.